So, Aufnahme, Aufnahme, genau. Aufnahme läuft wieder. Und ich möchte gerne aufstehen, perfekt. Und wir marschieren gleich weiter. Oder warte kurz, zuerst noch die Muscheln aufmachen. Das wäre sehr schön. Übrigens, herzlich willkommen zurück wieder nach der Pause. Und ich würde gerne die Muscheln aufmachen. Schau, nee. Und ist schon eine Perle drin. Hier gibt's nichts zu holen. Huch. Immerhin eine Perle. Mhm. Da bin ich froh. Ein Geldbeutel. Den habe ich auch noch nicht aufgemacht. Pfui. 25 Goldmünzen waren drinnen. Schön, die Perle ist 50 so wert. Kann man lassen. So. Wir marschieren Richtung Hintereingang von dieser Stadt dort, von der Hafenstadt. Da müssen wir jetzt allerdings ein Stückchen hatschen. Bin auch gerade am Überlegen, ob ich schnell eine Mütze voll Schlaf mir gönnen sollte. Ich glaube, das wäre nicht so schlecht. Dass wir noch ganz kurz nochmal raufhatschen zu den verehrten netten Brüder da oben. Ja, zu dem kleinen Bauernhäuschen eben. Weil dann könnten wir, oder soll ich mutig sein und die Wildsau da drüben brühen zu legen? Ist glaube ich eh nur eine. Ha, ja, gleich zu Beginn wieder größenwahnsinnig, ne? Ja, das passt zu mir. Du hast dich lange genug hier im Dreck gewühlt. Verehrter Keiler. Bitte bring mich nicht um. Ich fürchte, ich mich umbringen. Oder auch nicht. Wow. Ich glaube, ich habe... Ich sag ja, er bringt mich um. muss ich doch noch was essen. Da habe ich wieder mal gedacht, ich schaff das problemlos, ne? Nö. Brauchst dir gar nicht glauben. Brauchst dir gar nicht glauben. Dann würde ich sagen, hier ein bisschen essen. Und da nochmal essen. So, und jetzt geht's rund. Ah, eine Beere. Halt, Beere. Muss die Marken pflücken. Das müsste jetzt reichen von die Leben her. Ich will nicht zu viel futtern. Boom. Ja. Ich geh eh schon zurück. Voll fies. Nix erwischt, Hosenfisch, la 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 la. Na komm. Zack, zack, zack. Ah, jetzt läuft's besser. Genau. Logisch. Tja, jetzt hätten wir es auch ohne Essen überlebt. Super. Wurscht. Was haben wir da? Ein rostiges Schwert und ein Geldbeutel. Oha, oha. Eine Pflanze. Momentchen. Ist die Waffe besser als die, was wir tragen? Na. Nein. Ist es nicht. Ist irgendwie schade, ne? Wenn du so ein rostiges Schwert hast, du könntest ja dem Gegner da irgendwie, keine Ahnung, Zusatzschaden verpassen. Ja. Wer nicht Tetanus geimpft ist, ne? Das heißt ja so, ne? Das ist ja eigentlich gegen diese Wundverunreinigung und so, ne? Wenn Erde reinkommt oder wenn es auf einen rostigen Nagel trittst, dass dann etwas passiert. Ui, was haben wir denn da? Raunzen. Raunzi, Raunz, Raunz. Kommt's nicht her, ihr Raunzis. Dann sind wir hier eigentlich komplett fertig. Das freut mir. Patsch, mach Bumm. Machst du halt Bumm. Zweimal. Du bist genau richtig hingelaufen. So habe ich es gern. Dankeschön. Ja. Jawohl. Oh. Au. Das Out. Hey, das war gerade unfair. Oh. Oh. Puh. Ja. Na, schau dir das an. Halt. Aber jetzt ist er hin. Komm. Mach Buff. Jawohl. Puh, das war knapp. Jetzt gehen wir schlafen. Jetzt zahlt sich's wirklich aus. Jetzt gehen wir pennen.
hurtigen Schrittes. Hurtigen Schrittes. Eine Minze nehmen wir noch mit. Boah, Schiwiki, ey, das war jetzt echt knapp. Ja. Braten können wir auch noch schnell. Genau. Weil die haben das da oben eh nicht. So. Jawohl. Drei Stückchen Fleisch. Perfekt. 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 Lala. Lecker. Und da hinten müssen wir dann auch noch mal schauen. Da gibt es, glaube ich, auch noch Viecher, die wir ja, erlegen können. So, ja, ja. So, ja, ja. Da habe ich eine Beere übersehen. Boah, schämen muss ich mich. Schämen. Dam, da, dam. Dam, da, dam. Dam, da, dam. Da, da, dam. Da, da, dam. Da wäre es auch schön, wenn man aus einer Beere zum Beispiel einen Fruchtsaft machen könnte. Müsste doch als Alchemist auch irgendwie klappen. Oder ein Früchtetee oder so irgendwas. Hm, Früchtetee. Mhm. Hallo Burschen, ich war schon lange nicht mehr hier, ne? Aber dafür zahlt sich's jetzt ordentlich aus. So, gutes Nächtle. Bis zum nächsten Morgen, Pen. Sehr gut. Und weiter geht's. Mit der Punktefarmerei. La 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 la. Hui. So, ist zwar ein bisschen Umweg, leider Gottes, aber dafür können wir ein paar Ressourcen sparen. Was vielleicht gar nicht so verkehrt ist. So ja ja, weil ich glaube, über der Brücke dort drüben gab es Wölfe. Könnten aber auch Goblins gewesen sein. Und Goblins sind, glaube ich, schwer zum Besiegen gewesen. Ich speichere hier mal kurz. Und sparen uns ein paar Meter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich halt. Da haben wir noch was. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Ich glaube, die waren schwer. Ah, die muss ich sowieso stehen lassen. Warte mal. Da hätte ich, warte, ich jetzt bald einen Blödsinn gemacht. Warte, die muss ich stehen lassen. Da gibt es eine Quest dazu. Wobei, würden die das droppen? Ich glaube, die würden das vielleicht sogar droppen. Ich probiere jetzt mal was. Puh, könnte aber ein schwieriges Ereignis werden. Die grunzen wie die Goblins, ne, von Gothic. Na los. Hallo? Und wie ist halt so mal, ne? Puh, aha, das sind Gnome, genau. Wie hübsch ihr doch seid. Au, oh, ich nehm's zurück. Ihr seid Mistviecher. Ist jetzt nur in World of Warcraft nett und lieb und süß. Au, au, au. Ja, ich hab's gewusst. Ich, au. Vor allem diese Fernkämpfer sind Schweine. Diese Fernkämpfer sind sowieso die größten. Ferkel. Puh, ich Depp. Das wäre fast in die Hose gegangen. Ja. Ja. Jawohl. Ja, ja. Super getroffen. Echt, kann ich mir nur wieder einen Daumen hoch dafür geben. Ja. Wow, der erste ist hin. 50 gibt's dafür nur. Ja. Okay. Schau, wie der mit... Was schmeißt er mich gerade mit Steinen an? Dieser kleine Bastard. Ja. Au. Ja. Ja. Was, der ist auch schon erledigt. Der hat mich gerade mit dem Stock angeschmissen. Oh. Au. Au. Ja. Schnell blocken. Hat er schon was geschmissen? Schmeiß was. Dann halt nicht. Ja. Okay.
Puh, das war knapp. Hat er deine Sichel? Boah, scheiße, ich dachte, ich bin hin. 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 Alter. Puh, der Häcksel. Echt, du kleiner Raunz, du. Fast geschafft. Ja. Werkzeugbeutel. Auf das war ich hinaus. Das gibt's, ist nämlich ein Questgegenstand. Das brauche ich noch. Das nehmen wir alles mit. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ist jetzt schon 1 von 15 brauchen wir da. Jagdmesser. Ein Schwert. Eine Sichel. Passt, haben wir alles. Scheißendreck, das war knapp. Puh, das war knapp. Ich glaube, da gönne ich mir jetzt ausnahmsweise, weil da gibt es Wölfe. Ich gönne mir da, glaube ich, kurz mal, falsch, einen größeren Heiltrank. Den da. Passt. Und vielleicht was zu essen noch. So ist gut. Und speichern. Was darf ich speichern? Also dürfen wir ja. Das war nicht so schlecht. So, ihr Wölfchen, kommt's denn her? Ja, ist nämlich ein großer. Drei große. Ist wieder mit Vorsicht zu genießen. Komm denn her, Mistviech. Jawohl, wenigstens ein Schlag. Puh, diese Wölfe sind wieder stark. Ja klar, sind ja auch Wölfe. So, ein bisschen drehen. Nee, der schmeißt mir gleich runter. Ja. Ja. Oh, oh. Oi, oi, oi. Puh. Blöder Köter. Hallo? Schau, wie der sich nach hinten anschleicht und mich von hinten beißen will. Blödes Mistviech. Ja, ja, sicher, ganz klar. Jawohl. Jawohl. Puh, knapp. Au. So, ich hoffe, du stirbst gleich, du blödes Viech. So. Ja, ja, sicher, sicher, sicher. Ja. Jawohl. 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 Puh. Ja. Gut. Jawohl, der erste schon mal hin. Ja. Der zweite auch gleich. Jawohl. Und der dritte ist hoffentlich nur mehr ein Klacks. Jawohl, sauber. Ist der andere jetzt runtergefallen? Ja, da unten liegt er schön. Super. Scheiße. Naja, er sollte normalerweise liegen bleiben, bis wir ihn ausgelootet haben. Also dürfte es jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch sein. Holen wir uns das Zeug eben später. Ah, da ist eine Wildsau. Okay. Also ein Keiler. Da tun wir speichern und fortsetzen. Komm näher, du Mistviech. Oh Gott. Ja. Ja. Oh, au, au. Ja. 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 Du Sau. Jawohl, hin ist er. Oder sie, oder, naja, Kyle ist meistens männlich, ne? Also er. Gibt's nur männliche Schweine hier, ne? Boah. Alter. Nicht nett. Gut, da sind wir fertig, da ist sonst nichts. Alles klar. So. Was? Beere. Gut, dann gehen wir gleich mal was essen. Da wir schon so viele Beeren haben, werde ich... Ah, die geben nur Mana. Hoppala, Entschuldigung.
Mana. Die Pilze hier sind gut. Und natürlich das Grünblatt hier. Dauert jetzt eine Zeit, bis wir das ganze Salatwerk da gefuttert haben. Ah. So, la, la, la. Oh, es kommt schlechtes Wetter. So, runter damit. Passt. Und dann noch ein Tränkelein. Da müsste es reichen. Gut. So. Dass wir hier 30 Jahre brauchen beim Futtern. Ich glaube, da hinten oben müssten noch... Ah, Stachelratten gibt es hier. Alles klar. Stachelratten. Raunzi, Raunzi, Raunz. Komm her. Viech. Fu 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 fu. Hast du keine Manieren, du Viech? Ja. Na komm, na ja. Aha, jetzt willst du es probieren? Ja. 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 Aha. Jawohl. Au! Jawohl. Na komm nur. Wow. Alter, du Saufich. Ja. Ja. Jawohl, passt. Erledigt. Her mit eurem Fleisch. Boah, was für ein schickes Wetter. Da würde man am allerliebsten schon wieder irgendwo in eine Taverne und es sich gut gehen lassen. So am Feuerchen irgendwie. Das wäre schon toll. Sind das jetzt auch diese Gnome? Ich hoffe es doch sehr. Schauen wir gleich mal. Häuptling. Oh oh. Ja. Ja. Der ist natürlich ein starker Gnom. Ein starker Gnom. Aber normalerweise besiegbar. Ja, ja, ja. Na komm her. Kleiner Gnom. Alter. Fernkämpfer, ne? Frech. Ja, schau dir mal den, den Fernkämpfer an, ne? Die kleine, miese, fiese Mistkuh. Jetzt hat mir wieder... Jetzt hat mir wieder einer getroffen. Au! Den Stein schmeißt man nicht. Haha, nichts erwischt. Deine Schmeißer. Au. Au. Alter. Diese blöden Steine Schmeißer. Ja. 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 Ja, ja. Da hinten, glaubst du, ich sehe dich nicht, du kleiner, fieser Mistsack. Alter. Ja. Au. Alter. Ja. Ist jetzt aber nicht fair. Hey, wieso gehst du jetzt so langsam? Ja. Alter. Wenn ich den Steineschmeiß erwische, ne? Den hau ich aufs Goschen, kannst du sicher sein. Puh.
Alter. Ach, wenn da jetzt endlich mal wer abnippeln wird. Alter, Alter, Alter. Alter. Ah ja, ja, ist schon gut. Freilich, ne? Mein letzter Trank. Alter. Wenn doch nur wenigstens der Häuptling mal verrecken wird, ne? Ja, ja, sicher. Jawohl. Jetzt ist es schon ein kleines bisschen einfacher. Moment, schießt da hinten jetzt noch einer? Na, schaut nur so aus. Oder doch? Tatsächlich. Diese Kackkerle hier. Alter. Alter. Ja. Ja, jetzt stehen wir sowieso. Das war jetzt wieder Zeitverschwendung, ne? Ja. Blockt die Sau noch. Ist ja ungeheuerlich, sowas. Alter. Ja. Ja, natürlich, jetzt sterbe ich noch. Ist logisch, dass ich sterben muss. Ja. Echt, das ist übel. Die sind echt stark. Sollte ich vielleicht fürs Erste probieren auszulassen. Vielleicht sind die auch gar nicht not, dass man die besiegt. Ich lasse die mal weg. Also aus. Das ist echt schade, ne? Blöder Häuptling, aber die geben sicher viele Punkte. Die haben da sicher was. Ich hab's vergessen, ehrlich gesagt. Zu meinem Bedauern. Einmal noch. So, ich probiere es jetzt nochmal. Einmal wird. Na, hey, Entschuldigung. Hoppla, so. Einmal probiere ich es noch. Ich hätte sicher gedacht, dass die so stark sind. Ich habe vergessen, dass das ein Häuptling ist. Aber ich glaube, Häuptling, das war echt später. Hier. Hallo. Was hat denn der für einen Anfall? Häuptling, echt. Oh. Au. Ah. Na, ich glaube, wir kamen vor, nämlich, es gibt schon eine Quest mit diesen depperten Häuptlingen hier. Aber die war später. Ich glaube nämlich auch, dass das viel später gedacht ist. Ich kann mich erinnern, dass die leichter zu besiegen waren. Au. Hey, ich hatte das Schild, komm. Ja. Oh. Die da ehrlich gesagt 12 Stunden jetzt kaputt zu schlagen ist. Na. Weißt was? Ich lass die für später. Ich glaube nicht, dass die jetzt irgend so ein Waffendings haben. Ich hoffe es nicht. Ich lass die mal aus. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Schade um die Zeit. Schleichen uns. Wir haben jetzt eh viele Erfahrungspunkte schon wieder kassiert. Könnte ich gleich mal nachschauen. Wie viele man denn noch... Da konnte man nur skillen, ne? Ja. Ich wollte nämlich nur mal nach... Was soll ich denn da schon wieder... 100.000 Pflanzen übersehen, echt. Na, die Häuptlinge waren definitiv später. Ist erstmal wichtig, diese Waffen. Ah, schau! Ein Häuptling! Ach, Scheiße, dann habe ich schlechte Vorahnung. Ja! Wo kommst du bitte her? Ja!
Dann müssen wir die da hinten wahrscheinlich doch besiegen. Au! Ja. Scheiß Kerl. Komm. Aha. Jetzt kannst du doch wieder angreifen. Ja. Jetzt hat's mich verriesen. Boah, Blocken? Ja. Glocken. Blocken. So, 100. Dann müssen wir die da hinten wahrscheinlich doch umbringen. Boah, ist das gemein. Knüppel. Das ist natürlich jetzt wirklich gemein. Das Wetter geht mir auch ein bisschen auf den Keks. Ob es besser wird, wenn ich eine Runde schlafen gehe. Ich bin wieder angeschlagen. Gehen wir nochmal pennen. Bis zum nächsten Morgen. Vielleicht haben wir Glück und das schiche Wetter hört auf. Dann werden wir als nächstes zum Hintertor gehen. Wirklich wahr? Diese blöde Waffendingens halt, die brauchen wir halt unbedingt. Die müssen wir alle sammeln. Und ich fürchte, dass wir auch diesen depperten Häuptling da hinten trotz allem doch noch besiegen müssen. Leider, leider. So, also bis zum nächsten Morgen pennen und hoffen, dass das schiche Wetter aus ist. Nein. Vergiss es. Es wettert weiter. Ich glaube, es wird sogar noch schlimmer. Ha. Super. Na, fein. Da müssen wir uns eben auch mal mit schierchem Wetter hier vorankämpfen. Jawohl. La, 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 la. Wir sind ja nicht aus Zucker, ne? La, 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 la. La, 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 la. Also gut, dann hier entlang. So, ja. Da werden wir dann auch mal raufhatschen. Normalerweise passiert uns nichts, wenn wir da raufgehen. Wir können uns frei einer Fraktion anschließen, auch den Kerl da oben. So. Darüber bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob es so schlau ist, hinzugehen. Obwohl, da ist noch leichte Beute. Wo ist es leichte Beute? Au! Ja. Jawohl. Die sich aber zu wehren weiß. Die werden trotzdem mal darunter hatschen. Ich fürchte sowieso, wir müssen, ja, Hafenstadt, genau. Wir müssen sowieso einen größeren Rundgang noch machen, um diese blöden Waffenschriften da zu kriegen. Und da drüben sehe ich schon das nächste Viech, das sowas troppen kann. Du Sau. Ja, ja. Alter. Jawohl. Aha, das ist wieder so ein Fernkämpfer, ist wieder toll. Nicht getroffen. Aber dafür der Häuptling, und zwar ganz schön schlecht. Mich halt schlecht erwischt. Alter Schwede. Ah, was willst denn du jetzt, Häuptling? Kurzbein. Na, komm. Bäm. Boah, gerade so noch mit dem Schild ausgegangen. Jawohl. Du scheiß Häuptling. Oh oh. Das ist nicht gut. Schnell, schnell, schnell. Oh, Glück gehabt. Ja. Das war jetzt nur Glück.
Ja. Ja. Bist jetzt endlich bald mal hin. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ja. Jetzt bist nur noch du, du kleiner schiefer Gnom. Ja. Jawohl. Caramba. Yep. Werkzeug. Beutel. Super. Nehmen wir mit. Zweimal Pilze haben wir noch da. Und einen hungrigen Wolf da unten. Und wir müssen schnell das Spiel speichern. Na echt. Hungriger Wolf? Ah, Gott sei Dank. Ja, was ist los? Du brauchst mir nicht anknurren. Au! Kackbratzenviech. Geht ja, weg mit dir. So. Das war jetzt echt... Puh. Heftig, ein bisschen. Ein bisschen heftig. La 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 la. So, was haben wir denn hier? Halskette. Eine Spitzhacke. Eine Leiche. Super, mit Levitation. Schriftrolle der Zaubernde hebt sprichwörtlich ab und unwegsames Gelände ist für ihn fortan Vergangenheit. Schön. Apfelfläschchen und ein paar Goldmünzen. Eine Schaufel und noch eine Leiche mit Krautstängel, Bier und noch ein Apfel. Leichte Kost, ne? Ein Pokal, ein Teller, rostiges Schwert und eine Truhe. Warte, so vielleicht. Goldmünzen und kleiner Bernstein, super. Sehr, sehr gut. Passt. Aber diese Schriftrolle setzen wir nicht ein, weil da drüben ist momentan nicht unbedingt so, ja, überlebensfreundliches Getier. Da drüben glaube ich auch nicht unbedingt, nur zum Teil. Spiel speichern. Da kann man nur ein bisschen vorwärts gehen. Weil dann ist, glaube ich, irgendwo so ein starkes Viech, dass wir nicht besiegen können noch. Oder schwer halt. Besiegen kann man streng gesehen alles. Mit der nötigen Geduld und der Taktik. Ja, ja. Geht alles. Ja. Ja. Jawohl. Und zwar, ich glaube schon, dass es da heroben war. Ich speichere lieber nochmal. Ich glaube, das ist... Ich weiß aber nicht mehr, was es war, ehrlich gesagt. Aber irgendwo war es so ein... Oder war es weiter unten? Oder kommt es später? Ist ja wurscht. Hier ist es jedenfalls nicht. Heilwurzel und einmal Wolfsfell. Super. Nehmen wir gerne mit. Das heißt, hier war mal ein Jägersmann da. Die Betonung liegt auf wahr. Hui. Ja, sehr abenteuerreich. Und wir sind schon wieder ziemlich angeschlagen. Scheißhäuptling, echt. Entschuldigung, aber ist in diesem Fall wirklich so. Scheißhäuptling. Dann hatschen wir hier weiter runter. Da sehe ich eine schöne Beere für uns. Und ich kriege schon wieder am Zahnfleisch daher. Dann haben wir hier noch was. Was es vielleicht zu bedenken gibt. Wir sollten vielleicht, so gut es möglich ist... Ah, der schwarze Wolf. Das hin dürfte erst der schwarze Wolf sein. Der schaut schon so dunkel aus. Ich überprüf's mal. Aber ich glaube, das war wirklich ein schwarzer Wolf. Und der ist für uns nichts. Na, sind nur Hungrige. Okay, verflixt, wo ist dann mal so ein schwarzer... Scheiß. Ah, oh oh. Da ist ein großer. Ich bin natürlich wieder... Ja. Au, au, au.
Ich bin natürlich wieder... Würdest du saufen, du Depp? Bist du narrisch, ey. Wo ist der Dritte? Ach, diese Kackwölfe, echt. Ja. Jawohl, der erste ist schon mal weg. Ja. Ja. Jawohl. Na, komm her, du Saufich. Schau wieder von hinten, wie er ran will. Du Kackviech. Ja. Jawohl. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, mach schon. Ja. Na los. Jawohl. Das sind nur noch wir beide, du Mistkerl. Jawohl. Komm näher. Das war knapp. Alter, alter, alter. Wow. Jawohl. Super gemacht. Es ist schon ein Abenteuer. Passt, her mit die Fälle. Ich glaube, das müssten auch genügend sein, um unten dann die Quest abgeben zu können. Boah, ey. Schnauf. So, weiter geht's. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. La 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 la. So, jawohl, da können wir schon mal brav looten. Ich hole meine schwarzen Wölfe, ne? Ich bilde mir da echt Sachen ein, die es noch gar nicht gibt. Eine Mine. Eine Mine, Mine. Stachelratte. Boah, die hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Ja, wie ist das möglich? Ich frag's mir auch. Na komm. Eins, zwei, drei. Boah. Ach, diese greift nochmal an. Ja. Jawohl. Verdammt. Ach ja, ich bin mit meiner blöden Sparerei. Ja. Mist. So wird Hatschen auch noch. Dann essen wir halt was, um Gottes Willen. So, das müsste reichen. La. Achso, zuerst natürlich die Kackkette wieder einsammeln. Einmal und zweimal und dann geht's schon weiter. So, verflixt nochmal. Lass ich mich da von einer einfachen Stachelratte umbringen, ist ja wieder typisch. Da oben ist, glaube ich, noch eine. Mistviech. Geht ja. Oder ist das nur ein Grasbüschel? Das ist nur ein Grasbüschel, okay. Wölfe schon wieder. Mal schauen, was wir da haben. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Witz erzählen und weinen. Ah, da oben hört man den Schreien. Irgendwo da oben ist so ein Viech, das habe ich gemeint. Ja. So, das nehmen wir auch mit. Das sind wieder Wölfchens, meine Güte. Alle hopp. So. Dann tun wir wieder Spiel speichern. Und ich sollte auch was essen. Ein kleiner Snack. So, das muss mal reichen. Ich werde mich zuerst an der Stachelratte, an den beiden hier, ja, zwei sind's, probieren, mich denen, ah, sind nur Junge. Passt.
super. Und jetzt da oben die Wölfchens, ne? Jawohl. Hoffentlich geht das mit meinem niedrigen Leben. Der erste ist schon mal weg. Komm näher. Ja. Der ist weg. Glück gehabt. Passt. So muss das ausschauen. Warum nicht gleich so? Ja. Sehr gut. Die beiden Hammer. Ja. Ah, warte, da war noch eine Blume, ne? Eine Pflanze, da. So, ein Kraut. Fürs nächste Mal, wenn wir wieder beim Sumpfbauern sind, werden wir dafür wieder ein ordentliches Sümmchen kassieren. Ja. Ah, Scavengers. Super. Dann wieder speichern. Und fortsetzen. Na, ihr dämlichen Vögel. Hallo. Au. Jetzt wollte ich den ersten Schlag machen, verstehst? Und dann sowas. Passt. Na komm. Na komm. Au. Blödes Viech. Und aus ist. Perfekt. Das Schwammel nehmen wir auch mit. Das nehmen wir auch mit. Den auch. Hafenstadt. Darüber. Jawohl. Das haben wir sogar schon geschnallt. Oh, Wunder. Ah, da ist noch eine. Da ist noch ein Kraut. Ich glaube, da unten gäbe es auch noch ein paar Viecher, die zu besiegen sind. Jetzt rennen wir mal zuerst mit der Wache da oben. Da haben wir noch eine Pflanze. Da ist auch noch eine Pflanze. So. Ui, Lagerfeuer. Das braten tun wir auch noch schnell. Jawohl, das ganze Fleisch. Sehr gut. Und auch alle Keulen. Oh, hoffentlich haben wir jetzt kein rohes Fleisch gebraucht. Das wäre natürlich jetzt wieder blöd. Riecht schon mal nicht schlecht. Ja. Werden wir hoffentlich schon irgendwo auftreiben wieder. Hallo. Hey du, was machst du hier draußen? Weißt du nicht, dass es verboten ist, sich außerhalb der Stadt rumzutreiben? Deshalb will ich ja rein. Was machst du dann hier? Ja, er ist der Torwächter, ne? Also, deshalb will ich hier rein. Deshalb will ich ja rein. Du hast Glück. Die wenigen, die versucht haben, noch reinzukommen, haben es am Haupttor versucht. Die sind jetzt alle in der Vulkanfestung. Die Deppen sind direkt der Inquisition in die Arme gelaufen. Hier am Hintertor laufen die Dinge ein wenig anders. Wenn du ein bisschen Gold rüberschiebst, können wir über alles reden. Was verlangst du, damit du mich in die Stadt hineinlässt? Was verlangst du, damit du mich in die Stadt lässt? 100 Goldstücke musst du mir schon geben. Dafür mache ich das Tor auf und stell keine Fragen. Außerdem muss dir klar sein, dass du hier nicht kommen und gehen kannst, wie du willst. Wenn du erst einmal drin bist, kommst du nicht mehr raus. Ja. Lass mich jetzt in die Stadt. Du verlangst eine Menge Gold. Du verlangst eine Menge Gold. Sei froh, dass ich dir nicht das Doppelte abnehme. Aber ich bin ja kein Arschloch. Ich lasse mit mir handeln. Also, wenn du nicht genug Gold dabei hast, kannst du mir ein paar von den Sachen verkaufen, die du gefunden hast. Wie ist die Situation in der Stadt? Wie ist die Situation in der Stadt? Seit Don Esteban die Stadt verlassen hat, weht hier ein anderer Wind. Aha. Die Inquisition hat jetzt das Sagen. Als erstes wurden die Bauern in die Stadt gebracht und anschließend beide Tore verriegelt. Das ist das neue Gesetz des Inquisitors. Und Kommandant Carlos lässt jeden, der dagegen verstößt, in die Vulkanfestung bringen. Ach so? Was kannst du mir über diesen komischen Kommandanten erzählen? Was kannst du mir über Kommandant Carlos sagen? Er ist der neue Chef der Stadt. Zusammen mit seinen Ordenskriegern versucht er, Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten.
Was meinst du mit versuchen? Ich meine, die Banditen des Don werden sich ihre Geschäfte nicht wegnehmen lassen, klar? Sicher noch nicht. Noch ist es ruhig, aber das kann sich jederzeit ändern. Vielleicht schneller als dir lieb ist. Erzähl mir mehr von Don Esteban. Erzähl mir von Don Esteban. Die meisten Leute glauben vielleicht, er wäre vor der Inquisition geflohen. Aber das ist nicht wahr. Ist das nicht? Nein. Er hat sein Lager im Sumpf aufgeschlagen und jetzt holt er selbst das Gold aus den Ruinen. Das ist es nämlich, worum es hier geht. Das Gold. Er hat nur ein paar seiner Banditen in der Stadt zurückgelassen, die seine Geschäfte weiterführen sollen. Okay. Was passiert in der Vulkanfestung? Was passiert in der Vulkanfestung? Es heißt, sie trainieren dich. Aber jeder hier weiß, dass du da oben verzaubert wirst. Ach so? Wie soll ich das denn verstehen? Ein paar der Burschen, die sie in die Vulkanfestung gebracht haben, sind wieder in der Stadt. Ah. Vorher haben sie es mit den Gesetzen nicht so genau genommen. Und jetzt folgen sie blind dem Inquisitor. Gehirnwäsche. Alles klar. Das könnte mir nicht passieren. Na, wer weiß, ne? Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt. Das schon eher. Vielleicht wurden sie einfach nur überzeugt. Mich kannst du vielleicht mit ein paar Goldstücken überzeugen, aber was der Inquisitor mit denen gemacht hat, ist viel schlimmer. Ich sage dir, er hat sie verzaubert. Gehirnwäsche nennt man das. Ja, wahrscheinlich. Was erwartet mich in der Stadt? Also, was erwartet mich in der Stadt? Jedem anderen würde ich raten, den Kopf unten zu halten. Aber du siehst nicht so aus, als wenn du Ärger aus dem Weg gehst. Nein. Kommt drauf an. Sag ich ja. Also, wenn du vorhast, dich in irgendwelche Geschäfte einzumischen, wirst du eine Entscheidung treffen müssen. Entweder du arbeitest für den Orden oder du hilfst den Banditen. Eine andere Chance hast du nicht. Okay. Und für wen arbeitest du? Und für wen arbeitest du? Ich gehöre zur alten Stadtwache. Wir unterstehen jetzt dem Befehl von Kommandant Carlos. Und das gefällt dir wohl nicht? Mit den Ordenskriegern kann man keine Geschäfte machen. Das war früher anders. Der Don war immer offen für ein gutes Geschäft. Du meinst, ihr habt euch bezahlen lassen? Nenn es, wie du willst. Ein Geschäft ist ein Geschäft, genauso wie unser kleiner Handel. Na gut, dann lass uns mal handeln. Lass uns handeln. Was hätte er denn für tolle Sachen? Nur ein Schwert, ne? Die Holzfäller-Axt, leichte Armbrust und solche Schmähs. Wie viele Tränke habe ich jetzt noch? Nur mehr zwei. 517 Münzen. Die kaufe ich ehrlich gesagt gerne. Ich mache einfach mal so. Handeln. Ja. Beenden. Ende. Spiel speichern. Ich speichere das jetzt mal mit Absicht. Ja, wie immer mit Absicht eigentlich. Geht das? Ist so riskant. Ja, klar. Ja, ich meine, es ist ja nicht alles verloren, wenn wir jetzt die Stadt zuerst machen und dann die Vulkanfestung. Weil wir müssen uns noch bei niemandem da uns anschließen, ne? Das machen wir dann sowieso erst bei Don Esteban. Beziehungsweise hier in der Stadt bei dem Ordenskriegerchef und oben bei den Magiern weiß ich es gar nicht. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall, Bursche, lass mich mal in die Stadt. Lass mich jetzt in die Stadt. Gut, wenn du willst, lass ich dich rein. Bitte. Vorausgesetzt, du hast das Gold. Ja. Na dann, bitteschön, ne? Wird nicht billiger. Ja, hier ist dein Gold. Lass mich in die Stadt. Gut, aber zu niemandem ein Wort über unser kleines Geschäft. Sonst landen wir beide noch in der Vulkanfestung. Jetzt lass mich endlich rein. Pass auf, du hast keine Ahnung, worauf du dich da einlässt. Es ist besser, wenn ich dir eine Karte der Stadt mitgebe. Viel Glück, du kannst es brauchen. Sehr gut, vielen lieben Dank. Sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam. So ja, nanu. Jo, und der hat recht, ne? So schnell können wir jetzt die Stadt leider nicht verlassen. Wir müssen jetzt erstmal uns hier ein bisschen, ja, nützlich machen, sag ich mal. Ein Bettchen wäre auch nicht schlecht. Aber da einfach so die Häuser betreten ist nicht so gut. Die Bertha.
Jawohl. Ein typischer, ich sag mal, Kuhname. Den liebe ich auch sehr gern. Nichts gegen Berthas im echten Leben jetzt, ne? Aber ich finde, Bertha passt zu einer tapferen, starken, liebevollen Kuh einfach. Kühe sind ja jetzt nicht zum Beleidigen da, ne? Also überhaupt die Kuh selber sollte man nicht beleidigen und auch blöde Kuh und so, ne? Also ja, so ist das nicht gemeint. Also wirklich, dass dir selbst einen so starken Namen wie Bertha oder wie ich es auch gern habe, Rosi zu nennen, ich finde es niedlich. Ich mag Kühe. Wurscht, ob es jetzt Kälbchen sind oder erwachsen, ich mag Kühe. Vor allem trinke ich auch gerne ihre Milch. Ja. Entweder in Form von Kaffee oder Kakao oder sonst irgendwas. Köstlich. Auch Joghurt, Butter etc. In der Hafenstadt. 100 Erfahrungspünktchen. Wer bist denn du? Hallo. Hast du vielleicht ein paar Münzen für einen armen Bauern? Wir haben kaum was zu essen und meine Frau Martha ist krank. Och nein. Hast du keine Arbeit? Boah, ist das gemein. Ich habe kein Gold. Wow, hier hast du 25 Goldstücke, ja. Sicher, ehrlicher Gauner. Hier hast du 25 Goldstücke. Danke, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Hast du schon gut. Nochmal danke. Du weißt ja gar nicht, wie schwer es für uns Bauern in der Stadt ist. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, weil wo willst denn da was anbauen? Das ist eine Stadt. Willst du im Meer anfangen, da irgendwie was, keine Ahnung, Salzgurken zu machen oder was, keine Ahnung. Was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Bist du ein Heiler? Martha, meine Frau ist schwer krank und ich befürchte das Schlimmste. Hör auf. Was stimmt nicht mit deiner Frau? Was stimmt nicht mit deiner Frau? Ich wette, das kommt alles nur wegen dieser verfluchten Ruine. Wie das? Eine von denen ist ganz in der Nähe meines Hofes aus der Erde gekommen. Am nächsten Tag bekam meine Frau das Fieber. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe, Meister Bellschwur kann ihr helfen. Okay. Und wer ist dieser Meister Bellschwur? Wer ist Meister Bellschwur? Ein Magier aus der Vulkanfestung. Du findest ihn hinten, in der Gosse, am Schrein der Flamme. Er ist der Einzige, der sich um uns Bauern kümmert. Okay. Oh, da liegt sie. Gnädigste. Ich will doch nur schlafen. Oh, nicht meine Decke hat sie gescheit. Ich hoffe, sie friert nicht. Aber wenigstens ein Feuerchen ist da. Also ganz kalt wird sie wahrscheinlich nicht sein. Ma, die Arme, tut mir leid. Fällt das jetzt schon der Diebstahl? Ich glaube schon, ich lasse es lieber. Delgado. Du bist doch neu hier, oder? Yep. Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, wie? Nein. Ja, ich komme von draußen. Und wenn es so wäre? Und wenn es so wäre? Und wenn es so wäre? Keine Angst, ich verrate dich nicht. Schließlich wollen wir ja keinen Ärger mit dem Gesetz kriegen. Und ich habe schon mehr als genug davon. Ja, ich noch nicht. Das kann sich noch ändern. Die Bewegung ist so cool. Du hast Ärger mit dem Gesetz? Schäm dich. Du hast Ärger mit dem Gesetz? Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren. In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen. Ah ja, ist ja logisch, ne? Wieso bist du in der Stadt und nicht außerhalb, also außerhalb, außen draußen, ne? Bei Don Esteban. Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. Ah, verstehe. Was macht ihr denn so für Geschäfte? Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück. Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Ja, ist klar. Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Er behindert uns, wo er kann.
Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Okay. Erzähl mir mehr von diesem Kommandanten, bitte. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Ha! Er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er, uns fertig zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Na, hoffentlich, ne? Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Genau das. Ich kann aus dir einen Taschendieb machen. Und wenn wir erstmal die Stadt wieder kontrollieren, nimmt Don Esteban dich in unsere Bande auf. Oh, sehr schön. Und wie kann ich dir helfen? Costa der Pfandleiher macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Schön. Ich kann dir dein Geld bringen, also beschaffen. Ich bringe dir dein Gold. Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Ja, höchstwahrscheinlich. Vielleicht sollte es mal mit Schlagersingen probieren. Wie viel Gold schuldet Costa dir? Er hat mir viel Ärger gemacht. 300 Goldstücke sind angemessen. Die Hälfte kannst du behalten. Echt? Das ist ja nett. Und wie soll ich ihm das Gold abnehmen? Das ist mir völlig egal. Wenn du ihn ordentlich verprügelst, kannst du es ihm vermutlich einfach abnehmen. Aber leg ihn nicht um. Das bringt nur Ärger. Und pass auf seinen Schläger auf. Ja. Hast du noch einen Tipp für mich? Wenn du einfach auf Costa losgehst, wirst du dich um ihn und seinen Schläger gleichzeitig kümmern müssen. Das solltest du vermeiden. Am besten, du erledigst sie nacheinander. Versuche, deine Gegner zu provozieren, dann mischt sich keiner in euren Kampf ein. Ansonsten kriegst du leicht Probleme mit den Wachen und das willst du ja nicht. Ja, einfach so hinstürmen und draufhauen ist nicht. Gut, dann tue ich mal speichern. Das ist wieder mal längst überfällig. Und geht Taschendiebstahl? Na klar. Gut, dann gehen wir weiter. Da vorne ist er, glaube ich, schon irgendwo, ne? Ich bin Sabrosa, ein Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Ich habe gesehen, dass du mit Delgado gesprochen hast. Und? Du solltest darauf achten, mit wem du dich einlässt. Warum? Was weißt du über Delgado? Er gehört zu den Banditen von Don Esteban. Das sind allesamt ganz abgebrühte Gauner. Sie stehlen, lügen und erpressen, um die Stadt in ihre Gewalt zu bekommen. Ich rate dir, lass dich nicht mit ihnen ein. Boah, wie gemein. Voll hart, stimmt ja gar nicht. Was unternehmt ihr wegen der Banditen? Draußen kümmert sich der Inquisitor um die Banditen. Hier in der Stadt sind wir zuständig. Kommandant Carlos hat mich und meine Kameraden losgeschickt. Wir lassen die Banditen jetzt nicht mehr aus den Augen und werden ihnen das Handwerk legen. Ich kümmere mich um Delgado. Okay, warum schmeißt ihr die Banditen nicht einfach aus der Stadt? Meinst du, das haben wir nicht probiert? Die Galgenvögel tauchen immer wieder auf. Keine Ahnung, woher die kommen. Nein, wenn du willst, dass die Typen verschwinden, musst du dafür sorgen, dass sie nicht wiederkommen wollen. Wenn du uns helfen willst, musst du dich entscheiden. Hilfst du denen, werden sie hierbleiben. Hilfst du uns, werden sie verschwinden müssen. Es ist echt schwierig, ne? Ich habe mich damals eben aus einem bestimmten Grund auch für die Banditen entschieden. Und zwar ging es mir auch um die Bürger, die hier sind, ne? Die hier leben.
unter den Umständen, wie es jetzt gerade mit den Ordenskriegern und dem Inquisitor und so weiter ist, ist es hier fast nicht mehr zum Aushalten. Und als Esteban früher hier gelebt hat, war es zwar auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber er hat sich besser um die Leute gekümmert. Das Leben hier war besser. Und wie gesagt, ich bin ein ehrlicher Gauner. Mich würde schon sehr reizen, wieder Bandit zu spielen, ehrlich gesagt. Weil ich mich einfach in der Rolle auch wohlfühle. Aber schauen wir mal. Wie kann ich euch helfen, gnädiger Herr? Wie kann ich euch helfen? Ich muss herausfinden, was Delgado plant. Seit ich ihn beobachte, hält er sich zurück. Aber er hat irgendwas vor. Du kommst an ihn ran und kannst es für mich herausfinden. Zusammen werden wir seine Pläne vereiteln. Ja. Delgado will beim Pfandleiher Costa Schutzgeld erpressen. Na, das machen wir noch nicht. Was habe ich davon, wenn ich euch helfe? Es gibt nicht viele, die sich freiwillig melden wollen. Unser Kommandant wird das zu schätzen wissen. Wir können dich ausbilden, ob als Magier oder Ordenskrieger. Die Entscheidung liegt dann bei dir. Und du bekommst natürlich auch eine Belohnung für jeden Banditen. Was? Verpetzen auch? Und wie hoch ist die Belohnung für Delgado? 100 ehrlich verdiente Goldstücke. Da verdienen wir bei ihm aber mehr. Wurscht, wir lassen das jetzt momentan. Wir gehen jetzt nicht verpetzen. Ich möchte nämlich noch gerne abwarten, wie ihr euch entscheiden möchtet, welcher Fraktion wir uns anschließen sollen. Und deshalb, wie gesagt, lasse ich das jetzt hier so mal. Und schaue mich mal ein bisschen in der Stadt hier um. Eine Bürgerin. Elias, hallo. Hast du dich schon umgesehen? Suchst du etwas Bestimmtes? Eine Pfanne aus Gusseisen? Oder eine Halskette? Wenn du Hunger hast, wir haben Kartoffeln aus eigenem Anbau. Schau dir in Ruhe meine Waren an. Du bist also Händler? Nein, nicht wirklich. Ich bin Bauer. Ich verkaufe die Sachen nur, weil ich es muss. Zum Glück bin ich nicht gezwungen, zu Costa zu rennen. Wieso? Was ist mit diesem Costa? Was ist mit Costa? Er ist ein Betrüger und nutzt unsere Situation schamlos aus. Er kauft ihnen ihre Waren weit unter Wert ab und verkauft sie dann weiter. Also wenn du ein gutes Werk tun möchtest, sieh dir meine Waren mal an. Ich bin immer so ein Typ. Wirklich immer. Ich schaue immer, dass heimische Waren gekauft werden. Bestmöglichst auch noch Bio. Wirklich wahr. Ich will, wo es nur geht, unsere heimischen Bauern unterstützen. Ich bin Steirerin, also ich komme aus Steiermark. Ich bevorzuge eben, wie gesagt, Produkte von Landwirten, die aus der Steiermark kommen. Und wenn es Früchte oder Gemüse oder Zutaten sind, die eben nicht bei uns in Steiermark oder österreichweit oder Italien, was weiß ich, zu bekommen gibt, versuche ich immer darauf zu achten, dass es biologisch ist und mit Fairtrade-Siegel markiert ist. Ja, brave Zocki, ne? Schön schauen auf die Leute. und ich muss sagen, es boomt, ne? Also es gibt schon sehr viele Leute, die, sage ich jetzt mal, auf diesen Zug mit aufspringen. Das juckt meine Nase. Und die wirklich darauf schauen wollen, dass die heimischen Bauern zumindest wieder vielleicht so ein Leben haben könnten, wie wir es vor circa, jetzt muss ich mal rechnen, 20, 30 Jahren hatten, wo du wirklich, wo es gereicht hat, ein Kälbchen zu verkaufen und hast dafür einen zusätzlichen Monatslohn bekommen. Das war echt viel. Stell dir mal vor, du hast, sagen wir mal, ein Grundeinkommen von 1400 Euro. Ja? Und verkaufst nur ein einziges Kälbchen und kriegst nochmal, sagen wir, 1400 nochmal dazu. Da lebt es sich doch voll klasse, ne? Aber die Zeiten sind schon lange passé. Versuch das mal, ein Kälbchen für 1400 Euro zu verkaufen. Die zeigen dir alle einen Vogel. Aber damals war das ohne weiteres wert. Und damals hatte man das Geld auch. Dafür gab es halt, ich meine, ja, das war halt damals so, ne? Schweinchenschlachten und so, ne? Es ist kein angenehmes Thema. Aber das war damals gang und gäbe. Da hat man ein Schweinchen großgezogen. Ich war da nie dabei. Ich habe mich immer irgendwo im Haus versteckt,
auf meinen Kopf ein Kopfpolster drauf, damit ich nichts höre, nichts sehe. Aber das Schweinchen, das war so groß, 300 Kilo schwer, da hatte die gesamte Verwandtschaft plus die eigene Familie genug zu essen. Ne? Das war damals so. Und ja, heutzutage ist das komplett lächerlich. Ne? Das kannst du nicht mehr so machen. Also da kommst du wirklich billiger, wenn du ins Geschäft reingehst und dir die Sachen kaufst. Ne? Ich meine, Schweinefleisch, überhaupt Fleisch, kein Vergleich zu damals, das ist nichts mehr wert. Die Milch auch, bei uns 1,20 Euro die Biomilch. Alter Schwede, ich bin nur am Saufen. Die ist auch so gut, also das erinnert mich so an früher. Die eigene Milch, die wir hatten, boah, schmeckt komplett gleich. Die eigenen Kühe, die wir damals hatten, boah, eh ja. Entschuldigung, ich bin da sehr abgeschweift, abgedriftet, tut mir leid. Zurück zum Spiel, ne? Also, natürlich unterstützen wir dich. Warum verkauft ihr eure Ware nicht woanders? Wir wohnen eigentlich... Warum verkauft ihr eure Waren nicht woanders? Sollen wir etwa ins Händlerviertel rennen? Nein, die Händler dort wollen uns nicht haben. Wir haben nicht genug Gold, um ihre Waren zu kaufen. Selbst die Weißen wollen uns da oben nicht sehen und jagen uns davon. Was? Da bleibt vielen von uns nur der Gang zu Costa. Das ist die Scheiße. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Es gibt drei Viertel in der Stadt. Wir sind hier in der Gosse. Das ist die gesamte Straße oberhalb des Hafens. Weiter unten am Wasser ist das Hafenviertel. Es reicht vom Leuchtturm bis zu den Lagerhäusern und der Gefängniszelle am Ende des Kais. Im Händlerviertel leben die reichen Bürger und Händler. Dort ist auch das große Haupttor der Stadt. Ein Viertel, ne? Besteht ja aus vier Teile zu einem Ganzen, ne? Wie kann dann ein Viertel, also die ganze Stadt, nur in drei Gebiete aufgeteilt sein und man das Viertel nennt? Das müsste dann doch Drittel heißen, oder? Ich weiß schon, es hört sich natürlich besser an, wenn man Viertel dazu sagt. Aber trotzdem, ja, theoretisch, ja, wurscht. Mathematisch darf man das nicht sehen. Ja, erzähl mir was über das Händlerviertel. Erzähl mir was über das Händlerviertel. Wenn du Gold hast und gute Ware suchst, solltest du dorthin gehen. Rund um den Platz beim Haupttor gibt es viele Händler mit gutem Angebot. Wir Bauern sind dort nicht gerne gesehen. Wir vertreiben angeblich die guten Kunden. Pah, als wenn es die hier noch geben würde. Na toll. Den Hafen? Erzähl mir was über den Hafen. Im Hafenviertel findet ein Seemann alles, was er auf Landgang braucht. Also eine Kneipe und das Bordell. Den Leuten sitzt das Gold zwar nicht mehr so locker wie früher, aber wenn du ein bisschen Vergnügen suchst, bist du dort genau richtig. Ja, bei ja. den Lagerhäusern findest du viele ehemalige Fischer und Arbeiter. Eines der Häuser wurde vom Orden beschlagnahmt. Was sie dort lagern, weiß ich nicht. Sonst noch was? Ja, die alte Hafenmeisterei ist ebenfalls vom Orden beschlagnahmt worden. Dort haben sie ein Schlachthaus eingerichtet. Super. Wenn du genug Gold hast, kannst du dort Fleisch kaufen. Aber komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Das Haus wird gut bewacht. Dann halt viel später. Und die Gosse? Erzähl mir was über die Gosse. Die Gosse nennt man alles oberhalb des Hafens. Hier wohnen vor allem die armen Leute und auch die meisten von uns Bauern. Am Ende der Gosse hat Meister Belschwur eine Suppenküche eingerichtet. Er ist ein Magier aus der Vulkanfestung und hilft den Bedürftigen. Sonst gibt es hier noch Flavio, ein Händler. Er hat sein Geschäft ebenfalls am Ende der Gosse, direkt neben dem Schrein. Wenn du ein Bier trinken willst, geh zu Josch. Er hat hier eine kleine Kneipe. Schön. Dann lass mich mal deine Waren beglubschen. Lass mal deine Waren sehen. Zwiebeln, Kartoffeln, Apfel, Eier, Brot, eine Halskette, Fackel, ja, das Wertvollste, was er halt noch besitzt, ne? Wahrscheinlich von seiner Frau geschenkt bekommen oder so. Schöpfkelle. Ich warte mal ganz kurz, wir brauchen dann eh Material. Ich will jetzt nicht im Voraus kaufen, weil wir müssen dann sowieso shoppen gehen. Die zweite Pause ist auch gleich fällig. Hallo, Fuller. Hi. Wenn du ein Bett suchst, geh nach oben. Bezahlt wird anschließend bei Costa. Ist ja. Ziemlich unüblich, erst nachher zu bezahlen.
Ich werde nur bezahlt, um hier aufzupassen, also frag mich nicht sowas. Der steht so, als wenn er, weiß ich nicht, die Hose voll hätte. Worauf passt du auf? Worauf passt du auf? Auf Costa, er will keinen Ärger. Ärger mit wem? Gäste, die nicht zahlen oder sonst jemand, der ihm ans Bein pissen will. Arbeitest du für Costa? Arbeitest du für Costa? Hi, hier verdiene ich wenigstens ein bisschen Gold. Unten am Hafen ist nichts mehr zu holen. Keine Schiffe, keine Arbeit. Dann doch lieber hier aufpassen. Na gut, Doppelkinn. Du bist also ein Schläger. Du bist also ein Schläger. Sogar ein ziemlich guter. Wo ich hinschlage, wächst kein Gras mehr. Zeig mir, wie gut du bist. Warte. Warte. Zeig mir, wie gut du bist. Was? Du willst dich hier mit mir prügeln? Ja. Ja, komm her. Gut, dann schauen wir mal, wie gut du bist. Bringen wir es hinter uns! Keine Gnade! Oh. Puh, der ist ein guter Kämpfer. Ja. Oh, drei. Wow! Habt ihr das gerade gesehen? Ich wollte es nur mal testen. Puh, der ist stark. Der ist stark. Hallo Costa Concordia. Costa, der Pfandleiher. Richtig, wollte ich gerade sagen. Ich kann's dir besorgen. Was verkaufst du so? Alles, was ich in diesen schwierigen Zeiten auftreiben kann. Ich habe Waffen, Tränke, Schmuck, Spruchrollen und vieles mehr. Wenn du es brauchst, kann ich dir sogar ein Bett besorgen. Das wird man brauchen, vielleicht. Wo bekommst du deine Ware her? Wo bekommst du deine Waren her? Da keine Waren mehr in die Stadt hineinkommen, muss man halt das verkaufen, was bereits hier ist. Wie meinst du das? Die Bauern. Die armen Schweine haben kaum genug zum Leben. Für ein paar Goldmünzen verkaufen sie dir auch ihr letztes Hab und Gut. Du Schwein, du beutest die Bauern aus. Du beutest die Bauern aus. Ausbeuten? Hey, niemand zwingt sie an mich zu verkaufen. Mhm. Wenn sie glauben, sie müssen ihren Familienschmuck gegen ein warmes Bett eintauschen, ist das ihr Problem. Wenn sie Almosen wollen, sollen sie zur Bandschwur gehen. Ich mache Geschäfte und habe nichts zu verschenken. Du Schwein! Entschuldigung, also nicht ihr, er, ne? Also der da. Wo kann ich schlafen? Es ist keine gute Idee, einfach so in wildfremden Betten zu übernachten. Damit handelst du dir nur Ärger ein, aber du kannst bei mir schlafen. Im oberen Stockwerk stehen ein paar Betten. Ich verlange nicht viel dafür. 30 Goldmünzen. Dafür sind meine Betten sauber und du kannst ruhigen Gewissens schlafen. Wo ist dein Bett, damit ich reinbissen kann? Entschuldigung, aber ist ja wahr. Sowas. Delgado wartet auf sein Gold. Da kann er lange warten. Ich bezahle nicht mehr. Ich befürchte, das wird Delgado gar nicht gefallen. Soll das etwa eine Drohung sein? Mach dich nicht lächerlich. Ich habe mir selber einen Schläger besorgt. Fuller passt jetzt auf mich auf. Euren Schutz könnt ihr euch sonst wohin stecken. Von mir kriegst du nichts. War so klar. Du willst also nicht zahlen. Ist das dein letztes Wort? Boah. Soll ich mir das trauen? Du willst also nicht zahlen. Ist das dein letztes Wort? Pass mal auf, Kleiner. Es war nicht sehr klug von dir, dich mit Delgado einzulassen. Du hast dir die falsche Seite ausgesucht. Don Esteban ist nicht mehr hier und die Stadt untersteht jetzt dem Orden der Heiligen Flamme. Von mir kriegt ihr nichts mehr. Und ja, das ist mein letztes Wort. Dann muss ich mir das Goldrohr einfach nehmen, Boah. Na, lass... Ja, schau mal einfach mal, was der Kerl hat, ne? Lass uns handeln. Offiziersrock. Das ist halt schon nicht schlecht. 200 Gold, da hat ja einen Dachschaden. Einen groben Dachschaden. Vierte, du Kasperl. Ach Gottchen, wen haben wir da? Eine Bürgerin. Und hier? Eine Bürgerin. Und du? Ein Bauer? Du bist doch kein Dieb, oder? Nein, ich wollte nur mal schauen, ob man hier bei euch Hallo und so sagen kann, ne?
Ohne den richtigen Schlüssel wird das nichts. Ja. Dann wird's halt nichts. Hallo, wer bist denn du? Hey, warte mal. Salty. Ich hab den besten Fisch der Stadt. Und du hast Glück. Weil heute ist und du bist, mache ich dir ein super Angebot. Lass hören. Wenn du bei mir einen Fisch kaufst, erhältst du einen weiteren gratis dazu. Das sind 2 Fische für den Preis von einem. Stell dir das mal vor. Ist das nicht unglaublich? Ja, ich kann's wirklich kaum glauben. Und die Fliegen, die da hinten herumschwirren, kriegen wir auch dazu, oder was? Beilage wahrscheinlich. Hallöchen. Herzlich willkommen. Jedenfalls, was hast du für Fische? Was hast du für Fische? Ich hab alle. Hering, fangfrisch. Und Scholle ebenfalls ganz frisch. Sieht man an den Fliegen. Nein, ich hab noch ein Hai im Angebot. Ein schönes Hai-Steak weckt alle müden Lebensgeister. Solltest du unbedingt probieren. Fliegen, da ist gar nichts frisch. Redest du immer so viel? Zeig mal deine Fische. Hey, hast du mal ein Stängelkraut für mich? Gleich mal Ausraum noch, sehr freundlich. Redest du immer so viel? Redest du immer so viel? Was soll ich denn machen? Keine Sau will meine Fische. Hätte ich diesen Scheißstand bloß nie gekauft. Hab mein ganzes Gold dafür hergegeben. Ich hab einfach keinen blassen Schimmer vom Fischgeschäft. Warum verkaufst du den Leuten... Warum verkaufst du den Laden nicht? Ja. Warum verkaufst du den Laden nicht? Willst du ihn haben? Ich? Na. Nein, ich hab keine Ahnung von Fischen. Siehst du, so geht das den meisten hier. Nur ich bin dann auch noch so doof, dann einen Fischstand zu kaufen. Ich könnte mir in den Hintern beißen für diese Dummheit. Ja, warum nimmst du dann nicht den Fisch aus dem Sortiment und legst was Neues hin? Zum Beispiel Schuhe oder Gürtel, keine Ahnung. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Ja, du könntest mir jemand finden, der den Laden kaufen will. Ich kann hier nicht weg. Ja, ich werde einen Käufer für deinen Laden finden. Ich werde einen Käufer für deinen Laden finden. Das ist ja großartig. Nicht so voreilig. Noch habe ich keinen Käufer gefunden. Aber das wirst du, mein Freund, das wirst du. Hier, ein Highsteak. Geht aufs Haus. Ja, danke. Wo kann ich einen Käufer finden? Wo kann ich einen Käufer finden? Super Frage. Vielleicht am Hafen. Du könntest auch in der Kneipe fragen. Da gibt es bestimmt jemanden, der geeignet ist. Frag mal bei ehemaligen Fischern. Da könntest du Glück haben. Was kostet dein Laden? Was kostet dein Laden? Also zusammen mit der Ware sagen wir 300 Goldstücke. Alles klar. Zeig mal deine Fischchen. Zeig mal deine Fische. Ganz frisch. Vor allem die Fliegen hinten. Das ist so glaubhaft. Scholle, Hering und ein Hai. Na, danke. Vierte. Puh, hartes Stück, hartes Stück. Ah, ich glaube, hier ist die Suppenküche, ne? Hallo, Finn. Hi. Hi, ich bin Finn. Du hast nicht zufällig Arbeit anzubieten. Nein. Mist. Hier in der Stadt ist nichts zu bekommen. Im Hafen ist nichts los. Und selbst Flavio hat keine Arbeit mehr. Schade. Was suchst du denn für eine Arbeit? Was suchst du denn für Arbeit? Egal. Ich nehme alles. Was kannst du mir über Flavio erzählen? Was kannst du mir über Flavio erzählen? Die meisten sagen immer, dass Belchior der Einzige ist, der etwas für uns Bauern tut. Aber das ist nicht wahr. Flavio ist ein guter Mann und hat vielen von uns Arbeit gegeben. Jedenfalls, solange es noch welche gab. Und was ist jetzt? Nichts. Das Lagerhaus ist leergeräumt und hat die meisten von uns entlassen. Ach, schade. Würdest du einen Fischstand kaufen? Würdest du einen Fischstand kaufen? Salty hat mich schon gefragt. Vergiss es. Ich bin Bauer und habe keine Ahnung von Fischen. Frag lieber im Hafen. Alles klar. Danke, Finn. Wer bist du? Nur eine normale Wache. Ich nehme mal diesen Mana-Pilz mit und den Druiden-Schirling. Dachte, da war was zu trinken. Aber, hallo Belchior. Möge die heilige Schlange dich erleuchten, mein Sohn. Suchst du einen Platz am warmen Feuer oder nur einen Eintopf gegen den Hunger? Du bist Magier? Du bist Magier? Aber ja,
Ich bin ein Beschützer der heiligen Flamme, mein Sohn. Ich gehöre zum Bund der Magier. Ich bin Meister Belschwur. Was genau ist deine Aufgabe hier in der Stadt? Was genau ist deine Aufgabe hier in der Stadt? Ich helfe denen, die zu schwach sind, sich selbst zu helfen. Ein warmer Eintopf ist für viele das Einzige, das sie sich leisten können. Du siehst aus, als könntest du anpacken. Wie wär's, wenn du mir hilfst? Es wäre mir ein Vergnügen. Was kann ich für dich tun? Was kann ich für dich tun? Hilf mir, die Leute zu versorgen und sei ihnen ein Anker in der Not. Viele von ihnen haben alles verloren, weißt du? Wenn du mir helfen willst, dann bring ihnen meine Heiltränke, sodass sie wenigstens ihre Wunden heilen können. Gerne. Was genau ist die heilige Flamme? Was genau ist die heilige Flamme? In der Festung dort am Fuß des Vulkans ist ein heiliger Ort, mein Sohn. Die Halle der heiligen Flamme. Sie ist der Schutz allen Lebens auf dieser Insel und einer der letzten wahren Schätze dieser Welt. Wir Magier erfahren Erleuchtung durch sie. Sie ist der Quell all unserer Kraft und Weisheit. Wir müssen alles tun, um sie vor den drohenden Gefahren zu schützen. Okay. Erzähl mir etwas über Magie. Erzähl mir etwas über Magie. Es ist die hohe Kunst, mächtige Zauber zu wirken. Einige Zauber findet man auf Spruchrollen, die jedermann benutzen kann. Jedoch können Spruchrollen nur ein einziges Mal ihre Wirkung entfalten. Ein Magier kann die Kraft eines Zaubers in einem heiligen Artefakt binden. Eine Rune beispielsweise kann große Macht haben, wenn man weiß, wie man ihre Kraft dauerhaft nutzen kann. So ist es. Wie kann ich ein Magier werden? Wie kann ich Magier werden? Du bräuchtest den festen Willen und die nötige Geduld, um zum Novizen der Magie erwählt zu werden. Als Magier trägst du eine große Verantwortung. Wärst du geeignet, mit dieser Verantwortung umzugehen? Verantwortung ja, Geduld nein. Ich und Geduld ja. Ich weiß nicht, ja, vielleicht? Ja. Du bist sehr schnell in deinem Urteil. Das spricht für dein großes Selbstvertrauen. Doch das ist allenfalls deine Ansicht der Dinge, nicht unbedingt die Wahrheit. Falls es dir jedoch wirklich ernst damit sein sollte, dann würde ich dir gerne helfen, mein Sohn. Du müsstest deine Bereitschaft zeigen, der heiligen Flamme zu dienen. Jeder, der sich bemüht, soll seine Chance bekommen. Verstehe. Ich werde die Heiltränke für dich verteilen, ja. Ein Eintopf wäre nicht schlecht, das vielleicht zuerst. Ein Eintopf wäre nicht schlecht. Hier, nimm, mein Sohn. Möge er dir Kraft geben. Dankeschön. Achso, dann frisst er gleich weg. Danke. Ich werde einmal die Heiltränke für dich verteilen. Ich werde die Heiltränke für dich verteilen. Ja. Sehr schön. Ich gebe dir 7 Tränke und eine Liste mit Namen von Bedürftigen hier in der Gosse. Jeder von ihnen soll einen Trank bekommen. Der Rest der Tränke soll Lohn für deine Arbeit sein. Viel Erfolg, mein Sohn. Oh, das ist aber nett. Dann noch etwas. Lass gut sein. Okay, geht dabei nicht. Pavel. Hi. Was auch immer es war, ich war's nicht. Wovon redest du? Ach, schon gut, ich dachte nur... Dachtest was? Dass du einer von den Bürgern bist, die uns Leute von draußen nicht hier haben wollen. Ständig behaupten sie, wir würden klauen. Dabei weiß doch jeder, dass die Banditen des Don für die Diebstähle hier verantwortlich sind. Nein. Hallöchen. Du kommst von draußen? Du schaust aber so gut aus. Du kommst von draußen? Kleidungsmäßig. Ja, ich bin Jäger. Zumindest war ich einer, bevor der Orden mich hier in die Stadt gesperrt hat. Du klingst ja nicht gerade begeistert. Bin ich auch nicht. Wenn man schon alle Bewohner der Insel in die Stadt bringt, muss man sich auch um sie kümmern. Aber der Orden macht gar nichts. Er hat uns einfach unserem Schicksal überlassen. Was denn? Nasenbohren ist eine anständige Beschäftigung, ja? Das ist Reinigung im höchsten Maße. Hier gibt's Diebstähle. Hier gibt's Diebesgesindel auch. Und nicht zu knapp. Die klauen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Flavio haben sie alle Felle aus dem Lager geräumt. Und das Schlimmste ist, die Banditen kommen auch noch damit durch. Super. Nein, die Stadt ist nichts für mich. Ich bin froh, wenn ich hier endlich wieder verschwinden kann. Na, großartig. Hast du einen guten Witz auf Lager? Hast du einen guten Witz auf Lager? Na klar. 2 Jäger liegen im Wald auf der Lauer. Da taucht der Wolf aus dem Gebüsch auf.
sagt der eine Jäger zum anderen. Den kenne ich schon. Das hat der Jäger gesagt, ach so. Na Fisch, wie spät haben wir es schon? Ja. Wir könnten ein Päuschen machen. Und nach dem Päuschen nochmal, würde ich sagen, bis Mitternacht mal durchzocken. Und dann mal schauen, ob wir noch Bock haben. Also würde ich sagen, 15 Minuten Päuschen. Holt euch was zu trinken. Geht's mal aufs Klo. Dann können wir wieder 1,5 Stunden weitermachen. Bis dahin danke schon mal fürs Zuschauen. Und bis später. Tschüss.